Zum Beispiel, ich wollte schon gerne am Anfang auch über die Darm-Hirn-Achse reden, also wie der Darm das Gehirn und die Stimmung beeinflusst. Aber da wurde in Deutschland dann mir ganz oft von Zeitungen und Journalisten gesagt, das ist zu kompliziert fürs deutsche Publikum, das verstehen die nicht. Ja, und dann habe ich gesagt, naja, Moment, aber also... Also bei uns können Sie das, denn unser Publikum ist super schlau zu jeder Tageszeit. aber Ja. Ja, das ist, ich habe ja auch gelesen, das ist der Zusatz jetzt bei der Neuauflage des Buches, nämlich der Zusammenhang zwischen psychischer Befindlichkeit und dem Zustand des Darms. Was beeinflusst was? Ist ein ruinierter oder angegriffener Magen schuld an einer schlechten oder depressiven Stimmung oder umgekehrt? Es gibt beide Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass das Gehirn auch den Darm beeinflusst. Das kennt man zum Beispiel aus ganz konkreten Sachen. Man hat eine große Prüfung, ist dann so aufgeregt, dann hat man nervöses Übergeben oder nervösen Durchfall zum Beispiel, weil der Darm ja dann Materie los wird, mit der er sich nicht mehr beschäftigen muss. Dadurch kann er Energie sparen, die gibt er dem Gehirn und das soll dann mal die Probleme lösen. Mhm. Aber andersrum gibt es diesen Weg eben auch und das ist sehr spannend. Und entgegen der Meinung einiger Journalisten kann man das sehr vielen Menschen erklären und sehr viele Menschen sind neugierig, verstehen das. Und es ist nicht so schwierig, meiner Meinung nach. Mhm. Der Grundgedanke davon ist, unser Gehirn ist sehr isoliert. Es ist in einem knöchernen Schädel, hat eine dicke Haut drumherum und braucht irgendwoher Informationen, wie geht es diesem Körper gerade. Und der Darm ist ein sehr zentrales Organ. Er weiß mit Rezeptoren im Blut, was schwimmen da für Hormone, wie ist die Qualität unseres Essens. Also er hat einen guten Überblick über den Rest des Körpers. Er ist sehr zentral. Also wenn es um Immunsystem, Hormone, Bakterien, Nahrung geht, das ist ja alles sehr wichtig für unseren Gesamtkörper, für dieses Gebilde aus Fleisch und Blut. Und diese Information kann er verpacken und dem Gehirn schicken. Und dabei passieren jetzt alle Möglichkeiten, die Forschung gerade eröffnet. Das heißt, wir haben einmal Menschen, die haben Probleme mit dem Darm, entzündliche Krankheiten oder Reizdarm. Die haben ein höheres Risiko für Angstzustände oder Depressionen. Wir haben aber auch andere Krankheiten wie Parkinson, bipolare Störungen, Autismus, wo jetzt plötzlich die Forschung anfängt, reinzuschauen, wie groß ist der Anteil des Darms. Ganz im allgemeinen Alltagsleben, depressive Verstimmung oder Stressgefühle kennt ja jeder. Und wenn wir hier jetzt noch eine neue Achse entdecken, ist das eigentlich sehr spannend, weil man da ja wirklich was verändern kann. Und